Liebe Zuschauer, mein Name ist Ragnar. Herzlich willkommen zurück zu Journey to the Savage Planet. Und ich sehe gerade, wir haben neue E-Mails. Dann gucken wir uns doch als erstes mal neue, wahrscheinlich Werbevideos an. League of Legends Version 3798. MOBA. Okay, man sieht überhaupt kein Gameplay leider. Aber Hauptsache 200.000 Kombinationen für Ingame-Käufe. Schauen wir uns lieber das nächste an. Nein, möchte ich nicht. Ernsthaft. Alles andere als knochentrocken. Ernsthaft. Also hier nochmal ein riesen Respekt an die Entwickler. So viel Humor muss man mal ins Spiel reinbringen, es ist wirklich sehr geil. Das war schon. Ich glaube, das ist der Turm, in den wir rein müssen. Okay. So viel zur Werbung. Was müssen wir denn machen? Auf und davon. Okay, gut. Zum planetaren Treibgut. Was haben wir denn hier alles dabei? Oh, Sprengpflanzen, das ist natürlich sehr gut. Nehmen wir doch gleich mal die Sprengpflanzen in die Hand, vielleicht können wir die gebrauchen. Ach, das war hier, genau. Also ich habe jetzt ein paar Tage nicht mehr gespielt. Ich habe ja die ersten 4 Folgen direkt am ersten Tag aufgenommen, als den ich gespielt habe. So ging scannen. Und wir hatten, glaube ich, einen Dreiersprung. Ja. Bollwerkgebüsch. Hart von außen, lohnend von innen. Klingt ja interessant. Man kann aber so zumindest nichts machen. 109 Meter in diese Richtung übrigens. Was ist denn das hier hinten und was ist das hier oben? Achso. Ich glaube, den Fisch hatten wir schon mal. Jetzt schauen wir mal, ob wir drüber kommen. Ja, ohne Probleme. Aber ich glaube, du warst nicht aggressiv, oder? Skipper. Also zumindest hatten wir ihn noch nicht gescannt. Nahes Geheimnis. Herr Fisch, ich würde Sie gerne mal schnell hier so ein bisschen anstechen. Kommen Sie mal runter. Oh. Fast. Oh. Ich will dich doch nur anstechen. Ich bin auch ganz lieb. Oh. Jetzt habe ich ihn auf Versehen abgeschossen. Ups. Ich hätte Q drücken müssen. Nicht. Linke Maustaste. Herr Fisch, ich wollte das nicht. Oh, Mist. Okay, was haben wir denn hier? Wow. Ah, okay. Ich verstehe. Ja, was macht man wohl hier damit? Ich schätze mal, wenn ich jetzt einfach nur hinspringe, falle ich runter. Deswegen werde ich das nicht tun. Hinhängen kann ich mich auch nicht. Na gut. Mehr sterben kann man nicht. Geronimo! Ich stehe. Wow. Hier dagegen nicht. Okay. Bei dem zweiten Felsen konnte man nicht mehr draufstehen.
da hat einem diese kleine Leitung, die da wahrscheinlich lag, hat einen runtergeschmissen. Ja. Komm. Schade, aber man muss es ja probieren. Also wahrscheinlich kann man sich da irgendwie hinhängen oder man braucht halt einfach ein neues Gegenstand, Dings. Irgendwas wird man schon benötigen. So, wir müssten aber eigentlich auch in die Richtung. Ja, nice Geheimnis, ich weiß, hier drüben. Problem ist halt nur. Oh. Ja, hallo. Dankeschön. Was? Geht nicht? Wie? Geht nicht? Hm. Okay, vielleicht habe ich es auch doch schon. Ich habe ihn nur nicht gescannt. Da hinten leuchtet wieder wahrscheinlich so ein Auge. Und in die Richtung müssten wir. Komme ich jetzt hier einfach rüber? Ja, ey, vermutlich mal schon. Ein bisschen würde mich ja auch interessieren, wie es hier hinten noch weitergeht mit dem Auge. Das Auge hat aber eine ganz schöne weite Reichweite. Was zum Scannen? Ne, Vitalitätspflanze. Ach, die Fische haben verschiedene Panzer, deswegen. Mops, Vogel, begräbene Stätte. Infizierter Mopsvogel. Wir haben gerade irgendeine Quest bekommen, glaube ich. Infizierter Mopsvogel, ich soll eine Probe sammeln. Irgendwie habe ich die Befürchtung, der wird aber gleich auf mich losgehen. Ja, war klar. Nochmal? Nee. Okay. Egal, wir haben die Probe. Das war das eigentliche Ziel. Vielen Dank. Nehmen wir hier wieder eine Taschenlampe. Hier sind noch mehr von denen. Noch einer. Ja. Jetzt nicht mehr. Weiter nach oben geht's hier nicht. Fliegen. Haben wir die nicht schon gescannt? Ja, schaut so aus. Hier unten können wir aufsprengen. Ihr, glaube ich, seid friedliebend, ja. Da geht's dann nach oben sogar noch. Mal kurz heilen. Gut, dann würde ich sagen, schauen wir doch als erstes mal, was hier hinten ist. Neues Geheimnis. Oh.
Sowas hatten wir schon mal irgendwo. Ich vermute mal, dass wir bestimmt irgendwie noch schneller spurten können. Autsch. Mag ich voll gar nicht. Das ist keine Taschenlampe. Keine Heilung. Eigentlich wollte ich mich gerne heilen, aber stattdessen finden wir einfach mal wieder außerirdische Lebensmittel. Darker Mountain. Okay, hier geht's weit nach oben. Die Frage ist nur, wie ich jetzt hier den nächsten Schritt drauf komme. Hier rutscht man immer runter. Ah, nehmen wir das wahrscheinlich. Finde den Kartografen. Verfolgen wir doch einfach mal. 68 Meter in diese Richtung, okay. So, alles jetzt zu weit? Nein. Sieh mal an. Wir haben hier den Turm wieder. Und den nächsten Teleporter. Schon wieder ein Gebiet. Okay, ich sehe schon, ich sollte mich teilweise vielleicht ein bisschen mehr auf die Story fokussieren. Beziehungsweise auf die Quests, die wir haben, weil jetzt entfernen wir uns schon wieder von unserem eigentlichen Aufgabengebiet. Wir müssten da hinten als erstmal ein nahes Geheimnis. Wohl nicht hier. Okay, hier geht es dann wieder runter. Da wollte ich jetzt nicht runterfallen. Geheimnis wird vielleicht hier hinten irgendwo sein. Nein. Fragezeichen ist immer noch da. Die befallene Schale. Das wird wohl das Geheimnis sein. Die Frage, so wie das ausschaut, kann man das vielleicht in die Luft sprengen? Das ist es definitiv nicht. Scannen kann man's. Zum Stampfen. Wahrscheinlich auch wieder eine Aufwertung. Also wir müssen auf jeden Fall in die Richtung. Und hier irgendwo ist was Aggressives. Ist der hier vielleicht?
Insektenschwarm. Hm. Ich sage, es ist tot, der Insektenschwarm. Ich halte mich weiterhin an die Regel, erstmal schießen und dann gucken wir weiter. Schauen wir mal, ob wir hier irgendwo durchkommen. Hier kommt man durch. Und schon wieder eine Aufgabe. Also, ein bisschen verrückt ist das ja schon. Man wird hier geradezu überschwemmt mit Aufgaben. Okay, der Schwanz ist echt schwer zu treffen, so. Ja, super. Jetzt, wo er gerade schön ruhig da gestanden wäre. Wo ist noch welche? Bitte nicht. Würde was interessieren? Ah, okay. Bin ich doch zurückgehüpft. Wie wär's denn mit dem hier? Oh, also da auf meine Lebensenergie habe ich jetzt nicht geachtet, muss ich gestehen. Dass die gleich so viel Schaden an mir machen, Wahnsinn. Schauen wir mal, ob wir was upgraden können. Ein bisschen was zeigt er hier an. Nein, geht nicht. Nicht genug Ressourcen, nicht genug Ressourcen. Bester Detektiv. Erweitert das Protonenteil. Auf jeden Fall geht noch nicht. Überall Element unentdeckt. Also ich sehe schon, wir müssen uns ein bisschen auf unser Journal konzentrieren, nicht überall hinlaufen, wo es gerade interessant ausschaut. Deswegen fangen wir jetzt an, auf und davon. Das ist unsere momentane primäre Aufgabe. 170 Meter in die Richtung. Wie kommen wir am besten darüber? Hier rüber, darunter? Na, ich glaube links rum. Wow. Muss aufpassen, ich habe nämlich Nachladen und Ausweichen irgendwie auf derselben Taste. Also wenn ich in eine Richtung drücke und die mittlere Maustaste drücke, weiche ich aus. Ich habe aber auf der mittleren Maustaste so typisch Shooter-like auch Nachladen. Was war denn das? Ah, okay. Gut, 20 Meter. Ah, hier wahrscheinlich der Kiste, der Kasten hier. Die Kiste, der Kasten. Eins von beiden. Ach, das war von irgendeinem Tod wahrscheinlich von mir.
Schau mal kurz, welche Mission wir angeklickt haben. Journal. Untersuche den Schrein. Na gut. Machen wir. Den hier wahrscheinlich. Startbooster-Schrein. But the ducts that would normally allow the continual flow of liquid are somehow blocked. Clear the blockage and get this shrine operating again. Natürlich. Wird gemacht. Wir müssen darauf. Ah, schaut mal. Wir dürfen wieder irgendwas treten. War nicht ganz so sinnvoll. Ja, komm her, mein Schatz. Ja, komm her. Hey, Süßling, komm her, komm her, komm her. Ja, so ungefähr. Ernsthaft? Wieso ist der jetzt gleich direkt gestorben? Ja, so ist gut. Lecker Schleim. Mmh, nom, 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 nom. Da haben wir auch noch ein bisschen was. So, wir müssen irgendwie hier rauf. Da blinkt doch irgendetwas. Doch noch ein Nachgang. Was bist denn du? Bernstein. Nicht damit machen. So, wir hätten 200 Meter nach oben auf jeden Fall. 92 Meter nach unten. So, jetzt habe ich so viele Journalanzeigen. Welche passt jetzt hat? Okay, ich habe nichts weiter auf Verfolgen hier irgendwie stehen. Das heißt, 20 Meter auf jeden Fall mal hier lang. 4 Meter, 3 Meter. Tja, jetzt ist nur die Frage, was meinen die denn jetzt hier genau? Was soll hier sein? Das Bernstein? Was könnte jetzt hier gemeint sein? Schaut so ein bisschen für mich aus wie diese Pflanze hier. Hart von außen, lohnend von innen. Ich habe keine Sprengpflanze mehr, blöderweise. Ja, ich würde gerne mal versuchen, die Äste quasi oben wegzuschießen. Oder wegzusprengen.
So nicht. Wir haben es vielleicht erstmal mit dem hier vorne. So anscheinend auch nicht. Oh, das wollte ich jetzt eigentlich nicht. Beseitige die Blockaden, um den Schrein wieder zu aktivieren. Jetzt ist nur die Frage, welche Blockaden? Das ist die Frage an der ganzen Geschichte. Könnte natürlich auch das hier gemeint sein. Die Frage ist, komme ich mit meiner Stinkpflanze hier rüber? Wahrscheinlich auch nicht. Aber ich nehme an, dass das irgendwas mit der Stinkpflanze hier auf sich hat. Da die hier so auffällig rumsteht. Okay, so weit komme ich gar nicht. So. Gut. Jetzt fände ich es aber doch noch ganz interessant, ob man den großen Bernsteinblock auch wegschießen kann. Na, den kann man nicht wegschießen. Doch, kann man. Was macht ihr hier? Gut, die euch Stinkpflanzen hier, schauen wir mal. Euch können wir bestimmt auch abschießen. Weil ich auch einfach weglaufen könnte, weil wirklich wichtig sind die nicht für mich. Das war der falsche. Ja, okay, einen haben wir weggeschossen. Aber wie gesagt, da ich die nicht für sehr gefährlich halte. Aha. Ich wollte eigentlich schon wieder runterspringen. Aber dann im letzten Moment gedacht, jetzt schauen wir einfach noch, was hier drüben ist. Im Aimen bin ich ja echt ganz schön schlecht. Auf jeden Fall haben wir hier wieder so ein Teil. Na gut, aber das ist nicht das Problem, weil... Guckt mal hier. So, sehen wir denn schon irgendwas? Nein, das schaut nicht so aus, als wenn es laufen würde. Haben wir denn noch eins hier irgendwo? Haben wir viele von diesen Ekelteilen. Kann man jetzt nicht vorstellen, dass ich den kompletten Bernstein hier entfernen muss. So, also zwei so Teile arbeiten. Hier kommt man anscheinend weiter nach unten.
Nein, das war jetzt ganz doof. Ich dachte, jetzt federe ich ganz cool den Aufprall ab, damit ich ja keinen... Hallo? Schaden bekommen? Okay. Irgendwie hat mich der kleine Roboter anscheinend gerade gerettet. Also hier würde man auf jeden Fall jetzt hier rüber kommen oder darüber kommen. Die Frage ist nur, was soll ich da? Vielleicht ist ja da hier nochmal irgendwas mit Bernstein. Hier geht es wahrscheinlich wieder eher zurück. Hier war gerade ein Zon da. Was aber auch nicht das Problem ist. Habe ich schon erwähnt, dass ich schlecht im Aimen bin? So, der Schrein sollte wieder funktionieren. Leerteil. Ihr seid meine Zeugen, auf dem Bildschirm war gerade eben ein Jump aufgeladen. Der hat ihn nicht benutzt. Aber ich wurde trotzdem schon wieder gerettet. So. Alright, the 3D printer can now print your boost upgrade. Sehr schön. Das heißt, ich soll jetzt wohl zurückkehren. Da oben rauf muss ich. Oh, das war schon wieder knapp. Das war jetzt nicht so schwer. So, der Springgott hat's geschafft. Kann ein Upgrade herstellen, wenn ich möchte. Gut, möchten wir neue Werbung. Ach, das kennen wir ja schon. Das kennen wir schon. Startbooster. Man kann mit Alt gedrückt halten, um aufzuladen. Und dann können wir nach oben schießen. Sonst können wir wahrscheinlich nichts machen. Nein. Natürlich mal kurz ausprobieren, was wir jetzt eigentlich hier machen können. Egal wo.
So, Alt gedrückt halten. Und damit kommen wir jetzt irgendwo weiter rauf, ja? Na gut. Wo müssten wir denn für die... Oh, hier, wir haben gleich mehrere Quests. Du, ja. Erkunde den Turm oder verlorener Kartograf und bester Detektiv. Journal, verlorener Kartograf und bester Detektiv. Ja, ich würde sagen, den Kartografen würden wir als nächstes machen. War der Wegpunkt, den wir zum Schluss gefunden hatten, wo wir irgendwo gestorben sind. Und zwar 87 Meter in diese Richtung. Es war hier wahrscheinlich hier irgendwo rauf, wo wir vorher gestorben sind. Wo ging es denn da rauf? Hier hinten rum. Laufen, laufen. Also eine Ausdauer muss ich haben. Ganz anders als in echt. Da wäre ich schon 8-mal zusammengebrochen. Ach, das sind diese komischen Viecher hier wieder. Der nächste Grabstein. Steht jetzt eine 2 drauf? Oder eine 5? Eine 4. Gut. Autsch. So, wie viel Schaden macht denn der? Ja, ordentlich. War mir sicher, dass ich ihn gerade getroffen habe. Ja, komm, komm, komm. Also eine ordentliche Reichweite hat er ja schon. Muss man schon sagen. Autsch. Jetzt hat. Jetzt haben wir ihn. Mistvieh. Da würde ich gerne rein noch. Was soll ich reparieren? 7 Meter, 5 Meter? Ah. Aber wir haben hier blöderweise nirgendwo eine Sprengpflanze, glaube ich. Ist hier vielleicht eine drinnen? Schaut nicht so aus. Achso, hier ist auch der Eingang. Keine Sprengpflanze hier. Schon wieder. Damit wissen wir auch noch nicht, was es auf sich hat. Also ich schätze mal, dass es irgendwie so einen Sprungangriff irgendwas gibt. Achso, doch, wir können doch jetzt fliegen. Was wäre denn, wenn wir uns einfach aus der Luft rausfallen lassen? Nix. Wäre jetzt auch zu leicht gewesen. Und ich habe keine Knallpflanze. Nein. Schade. Da gäbe es Schleim. Alien-Legierung. So,
So, haben wir hier noch irgendwas? Nee. Sehr schön. Dann tun wir noch mal schnell heilen. Und wir schauen die nächste Quest an. Allerdings erst in der nächsten Folge. Ja, ich bedanke mich fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Servus.